Da sind wir wieder und haben immer noch Chaos auf Leponia. Ja, wir suchen immer noch unsere liebe Goal, deren... Ja. Deren Persönlichkeit sich hier auf drei Datasetten aufgeteilt hat. Und die dann hier irgendwo auf dem schwimmenden Schwarzmarkt abgehauen ist. Ich habe sie bisher noch nicht gefunden, aber ich habe ja auch noch ein paar Wege, beziehungsweise noch einen, wo wir halt hingehen können. Da haben wir noch irgendwie einen jetzt im Apotheker, Werkstatt, Bellevue, wo wir nicht weiterkommen, aber der Klatzmatz zu Hause ist. Die Gasse, wo wir irgendwelche Klopfzeichen machen müssen. Tja, und die drei Fragezeichen. Dann gehen wir mal dahin. Oh ja. Dann haben wir da auch nur noch drei Fragezeichen. Noch mehr Fragezeichen. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Nicht? Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Wieso nicht? Dachte, er würde noch irgendwie was sagen. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Naja, normalerweise tritt man doch immer erst dagegen, damit so ein Teil anspringt. Dagegen treten, damit es ausgeht, hat natürlich keinen Sinn. Gruselig. Gucken wir mal, ob wir den versenken können. Oh, und hier ist noch ein Ei. Das ist aber bestimmt auch nicht aufhebt. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. So. Was für ein weltfremder Spinner. Konnte er keinen vernünftigen Job finden? Uhu, prego. Was sind das für Noten? Ah, la musica si fa volare. Er ist eine Canzone, molto romantica. La 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 la. Calzone. Prego. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunatamente, aber leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Tja, so werden wir ihm da irgendwie was Neues geben müssen. Musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss machen, um zu verscheuchen dir. Wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Coole Gondel. Sì, sì. Ist Cabrio molto comfortable con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Ah ja, Airbag. Ah ja, da gibt's ja auch eine Kiste bei Doc. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Bene. Gar nichts wird Bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Fin allora. La 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 la. Au Backe, hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Tja, das hoffen wir auch. Oder auch nicht, aber für ihn, keine Ahnung. Ja. Arrivederci! Hä, was ist ein Ding? Ach, nichts. Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Die Stoßstange sieht stabil aus. Aber ob sie auch den berüchtigten Rufus-Elch-Test aushält? Na, dann testen wir. Stranzo! Bist du Tomato? Er macht
meinen neuen Sakko, die Aria. Jetzt, ich muss zu ihm danken, auf ihn zu holen, die Ersatz. Das war lustig. Ein Notenständer. Oh oh, das verheißt nichts Gutes. Na gut, aber viel mehr können wir hier auch mit dem mit der Gondel nicht machen. Naja. Dann gehen wir mal hier gucken. Ach ja. Ah, hier ist einer unserer Schläger. Und das Gesicht kennen wir auch. Und Boso ist hier. Also sind wir hier in der Spelunke gelandet. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Ja, können wir den mit einpacken? Hey, halt still! Verdammt! Er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Obwohl... Reden wir erstmal mit Galef. Was für ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Haha. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Da hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Ja. Sehr einprägsam. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnickschnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Gut. Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Ja, dann lass uns mal spielen. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Offizielle Turnierfinger. Okay. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Wo auch immer ich sowas herbekomme. Das ist doch einer von den Typen, die ich vor dem Stadttor verprügelt habe. Ich muss vorsichtig sein. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Entschuldigung. Was willst du denn? Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Ja, was ist das unorganisierte Verbrechen? Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Also chaotisch. Ja. Kann man da einsteigen? Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit.
Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ja, aber könnten Sie ja mal probieren mit den Bällen auf der Nase. Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja? Dass mein Hinterkopf, ja? Schon am Boden schuppert, ja? Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte? Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Und nochmal? Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Schade. Ja, wie kann ich das dann beweisen? Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Tja, Donners Katze rasieren. Ja, also den Rasiermesserfisch werde ich dafür wohl brauchen. Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Ja. Was sagt denn der Organon zu eurer Vereinigung? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt, Bursche. Der Organon hat hier nichts zu melden. Auch nicht der Beamte, der da hinter dir steht? Was? Haha, sehr lustig. Fand ich auch. Ja, wussten Sie hier seinen Kumpel? Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Ja, spielt er auch Schnick, Schnack, Schnuck? Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Klar. Leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Okay, das heißt, wir müssen auch da in den Unterschlupf, um die Finger zu besorgen. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. So, eine Zuckerdose. Die obligatorische Zuckerdose. Mal gucken, ob der Deckel auch schön aufgeschraubt ist. Ja, wie es sich gehört. Gut, packen wir ein. Hat keiner gesehen? Auch schön. Einen schönen ersten Mat habe ich da. Ich muss die ganze Arbeit machen und er sitzt hier und litert sich den Grog rein. Erster Mat? Wovon redest du da? Ich habe dir doch lediglich eine Passage auf meinem Kutter gegeben, für die du übrigens noch immer nicht bezahlt hast. Ach ja, der gute alte Boso. Ständig murmelt er irgendwelche Seemannsflüche in sich hinein. Ja. Hallo Boso, alter Pirat. Das hatten wir doch schon, Rufus. Ich bin kein Pirat. Ich bin lediglich ein Schrotthändler mit einem eigenen Kutter. Genau. Und den Papagei hast du nur zufällig auf der Schulter. Ich habe keinen Papagei, Rufus. Und ich hatte auch nie einen. Ach ja? Und wen habe ich dann mit Regenwürmern gefüttert, als du geschlafen hast? Du bist schon ein seltsamer Vogel. Ein Adler. Sag mal, Rufus, wolltest du eigentlich über was Bestimmtes sprechen? Bestimmt. Worauf wartest du dann noch? Auf die Multiple-Choice-Box. Moment mal. Würmer? Psst, da kommt sie. Ja. Hat er?
Habe ich etwa die ganze Überfahrt verschlafen? Wie ein Schnabeltier. Nur, dass du im Schlaf gemurmelt hast. Ich habe von meinen nächsten großen Abenteuern geträumt. Haben die irgendwas mit Ballett zu tun, Schnutzipu? Also Schnutzipu bleibt ihm irgendwie anhaften. Irgendwas ist bei der Operation schiefgelaufen. Meinst du? Für mich sieht sie ganz fit aus. Körperlich ist bei ihr auch alles bestens. So, boom, tschakka, tschakka, boom, yeah. Aber ihr Oberstübchen ist mehr so... Verstehst du? Gewisse Leute hier haben Probleme mit ihrem Oberstübchen. Das verstehe ich. Ja. Ihr Bewusstsein wurde in drei Teile gespalten. Jetzt muss ich jede einzelne von den dreien überzeugen, für einen weiteren Eingriff zurück ins Labor zu kommen. Deine Freundin gibt es jetzt dreimal? Übernimm dich mal nicht. Eine Frau zu handeln ist ja schon schwer genug, aber gleich drei? Ich schaff das schon. Ich glaube nicht. Wie ist der Grog hier so? Das ist Pfefferminztee. Och, erzähl mir doch nichts. Piraten trinken Grog, das weiß doch jeder. Aber ich... Hör mal, ich habe mit Doc gesprochen. Er sagt, deine verschobene Wahrnehmung könnte auf eine schwere Kopfverletzung hinweisen. Und die Narbe an deinem Auge könnte auf eine abenteuerliche Seeschlacht hinweisen. Im Ernst, bist du irgendwann mal auf den Kopf gefallen? Ich meine, vor den beiden Malen, seit wir uns kennen. Hisch die Anker, lichtet die Segel! Beim Biber Butzemann. Naja, was interessiert es mich? Solange du nicht vergisst, dass du die Überfahrt noch bezahlen musst. Ja, und ne Buddel voll rum. Tja. Bis später. Verlauf dich nicht. Keine Ahnung, was bei ihm hier schiefgelaufen ist. Ich hoffe, die haben da auch noch was Brauchbares drin. Na, gucken wir mal. Paarungslied der Schrottkram. Schrottlawinen Tarantella. Das lustige Lümmeltütenlied. Tote Taubentango. Na, ich probier das mal. Schade. Hat sich natürlich nichts geändert. Wir wollten ja hier sämtliche Zettelchen noch anklicken. Das Ambiente stimmt schon mal. Ich werde die drei Goals im Handumdrehen um den Finger gewickelt haben. Lasst bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Hier gibt's anscheinend kein Zettelchen. Aber eine Toilettentür. Hi. Ah, ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gully. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So, was kann ich für dich tun? Ja, Gullivers Gully klingt aber nicht besonders einladend. Da hat er recht. Gullivers Gully klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen? Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt, Bursche. Ja. Ganz schön schummrig hier. Freu dich doch. Die wenigsten meiner Stammgäste sind ein schöner Anblick. Aber wenn du das hier schon dunkel findest, dann warte mal ab, bis der Generator wieder streikt. Passiert das öfter? Leider. Es ist die salzige Luft. Die ist wie Zucker im Tank. Paradox, nicht wahr? Zucker im Tank. Ich hab doch Zucker dabei. Nee, trink nicht. Nee. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los!
Segen, so oft wie der da reinrotzt, trinke ich hier nichts. Was sind denn das für Leute, die sich hier so rumtreiben? Naja, Gesocks und Gesindel halt. Diebe, Halsabschneider, aber die gute Sorte. Im Moment ist es ja recht leer. Um diese Uhrzeit immer. Außer deinen Leuten ist nur noch Nod da. Er gehört zum unorganisierten Verbrechen. Ich glaube, er ist hier, weil sein Bruder Wink heute das erste Drittel der vorverlegten 5-Uhr-Schicht übernommen hat. Aber wie du dir vorstellen kannst, sind die Dienstpläne des unorganisierten Verbrechens etwas undurchsichtig. Dann ist da noch Garlef. Er kommt zum Spielen her. Was spielt er denn? Schnick, Schnack, Schnuck. Im Ernst? Dein gefährliches Gesindel spielt Schnick, Schnack, Schnuck? Das klingt vielleicht nicht nach einem Spiel für harte Kerle, aber die Einsätze sind hoch. Und sie spielen mit gezinkten Fingern. Ja, ich hab gedacht, die würden gerade nicht mit gezinkten Fingern spielen, weil sie ja hier offizielle Turnierfinger verwenden. Habt ihr gar keine Probleme mit dem Organon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Porta Fisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Tja. Kennst du Captain Boso? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. So viel Information. Wie war das gleich mit Bosos Freundin? Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine... Und ja, mit okay. dieser... Okay. Ich kann mir kaum... Ja. Unorganisierte Verbrechen? Was ist das? Was kannst du mir über das unorganisierte Verbrechen erzählen? Mit denen würde ich mich an deiner Stelle nicht anlegen. Sie sind unberechenbar und gefährlich. Wenn du mehr wissen willst, fragst du am besten Nord da drüben. Ja, das haben wir schon. Was ist das für eine Untergrundbewegung, von der du sprachst? Naja, Untergrundbewegung ist reichlich hochgegriffen. Garlef trifft sich mit seinen Freunden Janosch und Liebold regelmäßig im Keller von Janoschs Mutter. Das ist ein Witz, oder? Ja, und die Pointe ist ihr Anführer Janosch. Er hält sich für eine Art Freiheitskämpfer. Okay. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Was gibt's denn noch hier zu sehen? Obwohl ich glaube, ich habe schon alles so gesehen. Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Wäre jetzt natürlich interessant gewesen, wenn ihr mir noch einen Tipp gegeben hättet, wie ich da in die Oberstadt reinkäme. Da ist ja nur irgendwie so eine Nase, die Blurk macht. Jo, kann die Jukebox nichts anderes spielen? Kann die Jukebox nicht mal einen anderen Song spielen? Wieso? Das ist doch jetzt schon wieder ein anderer Song. Bist du sicher? Dieses Gedudel kommt mir doch sehr bekannt vor. Sag nichts gegen meine Jukebox. Da sind nur Klassiker in der Playlist. Am liebsten mag ich das Paarungslied der Schrottkrabben. Allerdings nur, wenn die Tür zu ist. Ich hab schon genug Beschwerden über Krebsbisse. Okay. Toilette, Trink, Toilette. Ein Drink bitte. Hast du Geld dabei? Dachte ich's mir. So wie du rumläufst. Warum sagen das immer alle? Komm wieder, wenn du Geld hast. Für Durchreisende lasse ich nichts anschreiben. Dann ein Drink für die Lady. Ein Drink für die Lady bitte. Nein, danke. Selbst wenn ich aus diesen schmutzigen Gläsern trinken würde. Kein Widerspruch von mir. Würde ich mich von jemandem wie dir garantiert nicht einladen lassen. Und wenn ich der letzte Mann auf der Welt wäre? Wieso wäre? Mist.
So, ja, dann probieren wir es mal mit der Toilette. Ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung hier unterschreiben. Eine Erklärung? Bitte? Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können. Im Falle von Haarausfall, Nasenschleimhautverätzungen, Spinnenbissen, Rattenbissen, Wolfsbissen, Lepra, Schuppenflechte oder jedweder Verfluchung durch ein indigenes Naturvolk. Wer würde so einen Quatsch denn unterschreiben? Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Garelef da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch Pläne. Ich habe auch einen Plan. Den Plan, nicht als Feigling dazustehen. Er mit dem Stift. Du musst das nicht machen. Das weißt du, oder? Ich habe noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Garelef ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich. Gut. Und wir haben ein Bedürfnis. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Weil ich will jetzt wissen, was da auf der Toilette vor sich geht. Also Spinnenbisse, Rattenbisse, ja, Wolfsbisse und Verfluchungen von dem indigenen Naturvolk klingt sehr fragwürdig für eine Toilette. Sie hat Stil. Sie passt zu mir. Tja, dann quatschen wir mal mit einem Drittel von ihr. Okay, Rufus. Das hier ist eine Routine-Situation für Frauenversteher wie dich. Ein Klacks, also gar kein Grund, nervös zu werden. Du bist redegewandt, witzig, siehst blendend aus und dein Haar duftet nach Lösungsmittel. Nur noch schnell das richtige Gesicht aufsetzen. Also den Draufgänger nimmt sie mir eh nicht ab. Der Nachdenkliche... Hier kommt es. Check, Charmkanonen auf volle Energie. Und schließlich die passende Einleitung zurechtlegen. Genau, ein Klassiker. Nur noch kurz durchatmen. Und los. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Ja, hier lungerst du rum. Hier lungerst du also rum? Glaub mir, ich wäre deutlich lieber auf der Westpromenade bei den drehenden Gärten. Morris serviert zu dieser Jahreszeit den besten Soyuccino auf ganz Elysium. Stattdessen sitze ich hier in diesem Kellerloch und trinke... Was ist das überhaupt? Na was schon, Plörre. Plörre. Nein, warte, die Plörre steht noch hier unten. Was du da hast, ist die Tinktur gegen meine Nagelbettentzündung. Hattest du da etwa deine schmutzigen Nägel drin? Ja, aber du kannst sie ruhig austrinken. Sie funktioniert offenbar nur bei Fingernägeln. Und das ist der Zeitpunkt, an dem meine Verdrängungsmechanismen einsetzen sollten. Ah, da sind sie schon. Ja. So schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Kommt gar nicht in Frage. Du musst mit zu Doc kommen. Wozu? Damit du meinen Kopf noch weiter demolieren kannst? Ja. Ich hab dir ganz schön den Kopf verdreht, nicht wahr? Köpfe demolieren und Köpfe verdrehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei Tonis Schildkröte war es ein und dasselbe. Hör mal, Rufus. Ich bin schmutzig, mein Haar sitzt furchtbar und mein Kopf fühlt sich an, als hätte man mir eine Kreissäge durch die Schädeldecke gejagt. Ja, aber es gibt keine Beweise. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Hunger. Also halte dich lieber fern von mir. Wenn du Hunger hast, ich hätte da noch eine Schale Erdnüsse vom letzten Schlammkuchenfest. Igitt!
Da wachsen ja schon Haare drauf. Ich wette, diese kleine Schale beherbergt mehr Killerbakterien als ein Labor für biologische Kriegsführung. Nein, Killerbakterien sind aus. Das hier sind Grippeviren. Ja, Hauptsache wir packen die mal ein. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genauso, nur dass es keine Bären gab. Und dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was? Keine Panik, ich bring das wieder in Ordnung. Oh. Ja. Ja. Komm doch einfach mal mit. Komm doch bitte einfach mit. Nein, und wenn ich hier verhungern muss? Können wir das nicht abkürzen? Wir wissen doch beide, dass du mir nicht ewig widerstehen kannst. Ich sagte nein, und wenn du ein Gentleman wärst, wüsstest du, was das Wort bedeutet. Kann ich dir machen, damit du mitkommst? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Zuerst solltest du einmal die Bedeutung des Wortes Nein nachschlagen. Okay, nehmen wir mal an, das hätte ich bereits getan. Was müsste ich als nächstes tun? Oh. Okay, die Olle hat Hunger. Vielleicht dann ein romantisches Essen, aber meint ja auch Nein. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Ach, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Doppeltes I. Okay, also wir müssen irgendwie noch ein romantisches Essen organisieren, damit wir die Olle da mit zu Doc nehmen können. Hey Baby, wird sowas von funktionieren? Hey Baby! Jetzt geht es los. Och nö. Wir sind gar nicht so verschieden. Wir gehören beide nicht auf diesen Planeten. Stimmt. Ich gehöre nach Elysium und du in Einzelhaft. Was ich meinte war, wir gehören zusammen. Wir sind quasi Seelenverwandte. Ich weiß nicht, woher du diese Vorstellung nimmst. Ich bin kultiviert, ich bin gebildet. Check, check. Ich habe keine ansteckenden Krankheiten. Ich bleibe trotzdem dabei. Wir sind uns sehr ähnlich. Bitte komm mir nicht zu nahe, in Ordnung? Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? In der Tat, ja. Tja, kann ich mir vorstellen. Selbst der Spruch an sich tut weh. Schau mir in die Augen, Kleines. Warum? Soll ich nach einem Gerstenkorn suchen? Jetzt, wo du es sagst? Ich habe da tatsächlich so eine Entzündung. Halte bitte Abstand, okay? Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Tja... Was mache ich hier eigentlich? Ach ja, du hast mich aus dem Notboot geworfen. Gerettet, aus dem Notboot geworfen. Hängt das nicht vom Blickwinkel ab? Nur wenn man ein kurzsichtiger Idiot ist. Na, das lässt sich zum Glück leicht überprüfen. Hey, Bozo, habe ich Goal gerettet? Keine Ahnung. Ich versuche schon lange nicht mehr bei dir durchzusteigen. Siehst du, Bozo findet mich auch lässig. Ich geb's auf. Wir geben's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Hat ja alles keinen Sinn. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. So, bevor wir aber jetzt hier weitermachen, würde ich sagen, wir beenden die Aufnahme hier und sprechen mit den anderen zwei Goals in der nächsten Folge.